In vielen Salzburger Gemeinden mangelt es an Kinderbetreuungsplätzen. So weit, so bekannt. Bischofshofen hat sich der Sache angenommen und kürzlich seinen neuen Kindergarten im Zentrum eröffnet. Ab Herbst wird es einen Betrieb aufnehmen, und zwar mit insgesamt 4 Gruppen. Davon sind 2 alterserweitert, um Eltern mehr Wahlmöglichkeiten zu geben und so das Leben leichter zu machen. Die Kinderbetreuung ist der Stadtgemeinde Bischofshofen schon immer ein großes Anliegen. Um den steigenden Bedarf auch in Zukunft decken zu können, wurde jetzt feierlich ein neuer Kindergarten in der Salzburger Straße, Leitgebstraße, eröffnet. Also es ist unser Herzensanliegen, dass wir für Jung und Alt die notwendigen Betreuungen auch zur Verfügung haben. Und ich glaube, dass das speziell auch im Kindesalter für die Eltern eine große Belastung ist, wenn man es berufsbedingt braucht und kein Platz zur Verfügung steht. Und das selbe ist dann am anderen Ende in der Seniorenbetreuung, dass es durchaus betrübt, wenn man in der eigenen Wohnung ist und keine Lösung mehr hat, wie das übermorgen ausschauen könnte. Mit Herbst 2022 nimmt der Kindergarten im Zentrum vorerst mit 2 alterserweiterten Gruppen seinen Betrieb auf. Insgesamt bietet der neue Kindergarten in den modernen und hellen Räumlichkeiten auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmeter für 4 Gruppen Platz. Familien brauchen die Kinderbetreuungsplätze. Wir haben zum Glück wirklich geburtenstarke Jahrgänge und von daher brauchen wir zusätzliche Plätze. Und ich freue mich sehr, wenn es gelingt, so schöne Kindergärten zu eröffnen. Neben 4 Gruppenräumen gibt es einen Bewegungsraum, einen Turnsaal, einen Speisesaal mit Ausgabeküche sowie zusätzlich eine große Bewegungsfläche zum Konstruieren, Malen, Basteln, Theaterspielen, Bücherlesen und vielem mehr. Dieser Kindergarten ist ein Zufallsprodukt, ein Glücksfall quasi. Gell? Es war schon geplant und in Bischofshofen immer ein großes Anliegen, dass alle Kinder betreut sind. Und durch diesen Neubau da in Bahnhofsnähe hat sich das aufgetan. Und eigentlich war der Plan vorerst, Geschäfte, die Polizei zu integrieren. Das war dann alles irgendwie anders und der Herr Bürgermeister nutzt die Chance und baut auf der Riesenfläche einen Kindergarten, obwohl er ihn jetzt nicht braucht. Aber er denkt in die Zukunft, die Familien wachsen, die kriegen Kinder und in ein paar Jahren wird dieses Haus mit Leben gefüllt sein, das wunderbar wird. Auch wenn zurzeit keine Ganztagsbetreuung geplant ist, wird für die Kinder, die bis 13 Uhr bleiben, gesundes Essen zubereitet. Der Kindergarten ist für 4 Gruppen ausgerichtet. Wir stellen 150 bis 170 kindergerechte Essen her, also Horst Rosin, Küchenmeister mit seinem Team. Und was mir einfach am besten gefällt, man muss sich das einmal anschauen, da hat die Karotte ist eine Blume und das Christnuckerl ist in dem Format, wie die Kinder sind, einfach alles klar gehalten. Der Kindergarten im Zentrum ist Teil des neuen Stadtquartiers, das mit dem Stadthotel Harry's Home und Wohngebäuden in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof errichtet wurde. Durch die Neugestaltung wurde die Salzburger Straße verkehrsberuhigt und das Zentrum attraktiv erweitert.